Die meisten unserer Kollegen arbeiten in diesem Kontext prozessorientiert. Unser Fokus in der Arbeit mit Ärzten liegt eher in dem Bereich von Kommunikation und Management von Beziehungen. Außerdem müssen Ärzte vielen unterschiedlichen Rollen gerecht werden und ständig Entscheidungen treffen, die weitreichende Konsequenzen mit sich bringen. Natürlich für sich selbst, vor allen Dingen für die Patienten und auch für das ganze Team. Meist stehen die Ärzte vor dem Konflikt zwischen wirtschaftlichen Vorgaben und dem, was aus ihrer Sicht für die Heilung und Behandlung von Patienten sinnvoll und notwendig erachtet wird. Dazu gilt es, ein Team zu führen, Abrechnungen zu erledigen und Betriebsabläufe zu organisieren. Und genau das sind die Rollen, denen Ärzte gerecht werden müssen und die oft zu einem Gefühl der Überforderung führen. Dazu kommt natürlich auch der ständige Zeitdruck und die Herausforderung, Wirtschaftlichkeit und Heilung zu vereinen, was im heutigen Ärztealltag fast unmöglich geworden ist. Und das führt natürlich zu einer Unzufriedenheit. Und genau diese Unzufriedenheit spüren die Ärzte auch irgendwann in ihrem Team. Das war die Idee, die zu unserem Konzept geführt hat, das sich momentan aus drei Teilen zusammensetzt: Kommunikation, Zeitmanagement, Führung und Teamentwicklung. Das, was in unseren Seminaren und Coachings sehr schnell umgesetzt wird, ist erstens, sich der eigenen Rollenstruktur bewusst zu werden. Zweitens, zu verstehen, warum unbewusst für diese Rolle entschieden wird und auch natürlich, welche Konsequenzen daraus resultieren. Und drittens, wie man mit viel Spaß, und das ist uns sehr wichtig, sich von den eigenen gesetzten Limitierungen wieder befreien kann. Und das führt intuitiv zu einem sehr, sehr tiefen Verständnis für sich als auch für andere und ist nach unserer Überzeugung Grundlage jeglicher Kommunikation und Führung.